glaube, das war der Tag. Jack! Du Made! Und du bist wohl hier, weil ich diesen kleinen Überläufer in Minas Sithil hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Das ist das Werk des Hexenkönigs. Er verhöhnt uns. Wir müssen meinen Ring zurückholen. Das werden wir. Doch zuerst kümmern wir uns um den Verräter in Minas Sithil. Talion, grausamer Rächer, blutdürstiger Mörder, schlachtet alle Orks, schneidet ihre Köpfe ab, zermatscht ihre Gehirne, zermalmt ihre Gesichter. Er hat seinen Nutzen.
Mit meinem Ring hätte ich das verhindern können. Wir müssen ihn zurückholen. Das werden wir. Aber erst müssen wir uns um den Verräter in Minas Ithil kümmern. Du bist mein! Was interessiert? Das ist neu! Schon gut! Das kann nur auf zwei Arten enden. Du sterbend auf dem Boden oder ich sterbend auf dem Boden. Ich hoffe, es wird nicht Letzteres. Schon gut! Du bist echt vorhersehbar! Wir stellen uns gemeinsam. Dass du das versucht hast. Thank you.
So! Die Orks, es werden immer und immer mehr. Sie bereiten einen neuen Angriff vor. Dein Vater ist seit der letzten Schlacht verschwunden. Ich werde nach ihm suchen lassen. Teufelswerk ist das. Der Hexenkönig ist gekommen, um mit uns zu verhandeln. Die Klinge meines Vaters! Meine Orks haben euren General. Schickt mir den Waldläufer vom Schwarzen Tor. Möge er durch die Hand meines Champions sterben. Im Gegenzug bleibt euer Anführer verschont. Weigert ihr euch, wird alles Lebende leiden. Ich komme wegen dir, Talion von Gondor. Oh!
Du musst verstehen, dass die Uruks keinerlei Gnade kennen, dass mein Vater längst tot sein könnte. Ignoriert ihren Spott. Wir dürfen nicht zulassen. Die Uruks lieben das Spektakel. Wir ziehen alle Blicke auf die Arena. Dann schleichen wir in ihr Lager und suchen meinen Vater. Kann ich das von dir verlangen? Sie werden ihr Spektakel bekommen. Töte ihn nur nicht zu schnell. Champion zu halten. Und eins ist sicher, von der Größe her ist er im Vorteil. Das stimmt. Aber wir sind in der Überzahl. Sie jubeln dir zu. Jubeln für Blut. Niemals vergeben. Für den Schmerz. Du lässt das sein, großer Knall kommt. Ich vergebe dich. Unmöglich. So soll es nicht enden. Ich bin der Champion! Du hast gut gekämpft. Zu gut. Idril braucht mehr Zeit. Soll ich für sie tanzen? Nun, wenn du es so nennen willst. In Stücke gerissen vom stärksten Uruk in Mordor. Ja! Ich bin dein Held!
meinen blauen Fleck! Made! Die Belagerung muss deswegen warten, weißt du? Ich könnte Ställe abfackeln und große Hallen ausrauben. Aber nein, ich muss mich ja um den Waldläufer kümmern. Stirb endlich, damit ich weitermachen kann. Verfolgen unseren kleinen Kampf. Da kann man schon etwas verkrampfen. Vor lauter Aufregung. Nicht wahr? Du verschwendest hier meine Zeit. Schon vergessen, dass das nichts bringt. Aber so. Lass mal! Das darf nicht. Ich wollte dich unbedingt töten. Doch mein Durst nach deinem Blut war nicht so stark wie dein Durst nach meinem. Ich habe meinen Teil der Vereinbarung erfüllt! Und euer Champion hat es auch getan! Für den Kampf gegen diesen erbärmlichen Feind versprach der dunkle Herr Gnade! Richtet euren Blick nun auf den hellen Herrscher! Ich zeige keine Gnade! Lauft! Lauft! Lauft zu eurem Meister und richtet ihm dies aus! Ich komme ihn holen!
Hoffen wir, dass Idril ihren Vater gefunden hat. Der Palantir ist das Einzige, was zählt. Er darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Idril wird nicht zulassen, dass die Uruks ihren Vater behalten. Nein, sie ist eine Kriegerin und wird tun, was nötig ist. Was war das für ein Geräusch?